brilliant. My life is pure. I saw an angel, of that I'm sure. Hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. 'Cause you're amazing. We did amazing. When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we gonna get so high. And she will be loved, and she will be loved. Pictures of you, pictures of me, all upon your wall for the world to see. 'Cause I can't live with or without you. And if I fall at your feet, when I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Sometimes I feel like I don't have a partner. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. I come from a land down under, where women grow and men plunder. Can't you hear, can't you hear the thunder? Save tonight. Gonna take her out to take me away. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Gonna take her out to take me away. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Gonna take her out to take me away. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Hallo, liebe Künstlerinnen der Abschlussausstellung. Auch für mich heute Abend eine Premiere, mein erstes Videogrußwort zu einer Ausstellungseröffnung. Ich habe schon etwas Lampenfieber. Auf Distanz, so der Titel eurer Online-Vernissage, waren auch wir in den letzten Monaten, sodass ich eigentlich gar keine Vorstellung habe, welche Arbeiten ihr heute Abend präsentieren werdet. Muss eine Kunstlehrerin Kunst machen?
Als Deutschlehrerin muss man ja auch keine Literatur schreiben. Ich denke, ja. Auch wenn sich das Studium an der Pädagogischen Hochschule grundlegend von einem Studium an einer Kunstakademie unterscheidet. Nicht nur, dass die Zielrichtung bezüglich der späteren zu unterrichtenden Schülerklientel eine andere ist, auch das Selbstverständnis der zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer ist kaum zu vergleichen. Das Studium an der PH strebt eine Ausbildung zum praktisch versierten Allrounder an. Zwei Fächer, aufgeteilt in zahlreiche fachwissenschaftliche und fachdidaktische Einzelmodule, dazu Erziehungswissenschaften, fächerübergreifende, projektorientierte, sprecherzieherische, psychologische, philosophische und soziologische Veranstaltungen, all das ist zu belegen. Kann hier in dieser Breitbandfülle eine individuelle künstlerische Entwicklung, die nicht zugleich auf spätere unterrichtliche Verwertbarkeit schielt, tatsächlich erwartet werden? Sollten wir uns vielleicht auf Kunstgeschichte und auf Visual Literacy fokussieren? Ich habe den Eindruck, diese Frage habt ihr euch gar nicht gestellt. In der Kunst geht es um ästhetische Erfahrung, um Spiel, Freiheit, Genussfähigkeit, Weltwissen und Identitätsbildung. Und sie ist, beziehungsweise wird es zuweilen erst während des Studiums, existenzielle, nicht in Frage gestellte Notwendigkeit. Zu den Arbeiten, die ihr heute Abend präsentiert, kann ich gar nicht viel sagen, auch für mich sind sie eine Überraschung. So habe ich notiert, welche willkürlich herausgegriffenen Erinnerungen ich an eure künstlerische Arbeit der letzten Jahre habe. In der Hoffnung, dass mir die Erinnerung keine Streiche spielt. Von Sophie Danner, deren Arbeiten laut Instagram-Werbung die Farbe im Mittelpunkt haben, erinnere ich mich an die Fotoinstallation über dem Männerpissoir mit einem blau bemalten, nackten weiblichen Körper als Beitrag zu sexuellen Übergriffen und MeToo. Und mit weißen Luftballons im grünen Wald. Helen Kramlich habe ich mit leuchtenden, bunten, assoziativen Malereien in Erinnerung und dann mit der intensiven Auseinandersetzung mit der jahrhundertealten Drucktechnik der Radierung. Und derzeit ist sie Atelierstipendiatin im Unicom. Stefanie Heusek hatte ich eher mit Malerei und Zeichnung in Erinnerung, bis sie mich in letzter Zeit mit Fotografien überrascht hat, in denen mit Schlachtermessern Früchte gespalten werden. Carolina Kessler hatte bereits vor einigen Semestern Bilder im Schwörhaus ausgestellt, die von kleinen, delikaten Reiseskizzen ausgingen, um dann auch mit großformatigen, gegenständlichen Malereien zu überzeugen. Aber ich glaube, derzeit steht eher die Fotografie im Mittelpunkt. Friederike Rothaupt widersetzt sich in ihren Arbeiten dem Diktat der Avantgarde und bedient sich gerne auch der klassischen Moderne des frühen 20. Jahrhunderts. Die Kunstgeschichte als Steinbruch. Ich bin gespannt, was es heute zu sehen gibt. Irina Saljai habe ich mit exzellenten Hochdrucken üppiger Akte in Erinnerung und mit der intensiven Auseinandersetzung mit ihrer Biografie, mit ihrer Familie, die dann in großformatige, figurative Bilder mit deckenden und lasierenden Farbflächen mündeten. Ich bedanke mich für euer Engagement im Fach Kunst an der PH und ich wünsche euch eine erfolgreiche Online-Vernissage auf Distanz und hoffe, bis bald auch wieder in direktem Kontakt. Warum bist denn du so weit weg? Mensch, wir sind doch hier nicht auf Distanz. Aber da war doch mal was. Naja, das ist unser Ausstellungstitel und der ist wahrscheinlich eher der Situation geschuldet. Nichtsdestotrotz freuen wir uns sehr, dass du da bist und dieses wunderbare, einzigartige Event mit uns erlebst. Habt ihr alle euer Lieblingsgetränk vorbereitet? Wenn nicht, dann hüpft noch einmal schnell in die Küche und holt's euch. Und ganz wichtig auch, euren Lieblingssnack, nicht, dass ihr nebenher hungrig werdet.
Habt ihr es euch denn auch gemütlich gemacht? Weil wir haben uns heute definitiv gemütlich gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch alle in Schale geschmissen und schicke Klamotten an. Ja, und sonst bleibt ja nichts anderes übrig, außer viel Spaß zu wünschen bei unserer Vernissage. Genießt diesen Abend mit uns und hört doch mal rein. Unser Dozent hat auch noch was zu sagen. Stanislaus Müller-Herling. Prost, Mädels! Prost! Prost. Prost. Liebe Studentinnen, liebe unsichtbar Anwesende, liebe Menschen, liebe Ahnen, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, viele oder weniger, denn diese Vernissage hat so viel Charme und Eigenheit, dass sie niemand verpassen sollte. Haben Sie vorgesorgt? Eine kühle Himbeerbrause in der Hand? Gut? Letztes Jahr eröffnete ich eine Ausstellung mitten in der Natur. Damals hieß es, weg mit dem Vergessen. Letztes Jahr eröffnete ich eine Ausstellung in der Natur. Damals hieß es, weg mit dem Fetischismus des auratischen heiligen Werkes, der Ikone, die unter perfektem Licht in der Galerie mit dem in Kontemplation versunkenen Betrachter zu kommunizieren versucht und doch nur so selten eine Antwort bekommt. Hin zur Berührung von Kunst und Leben, zur Verbindung von Flora und Fauna, zur Freude an der Vielgestalt des Sinnlichen in Bildern und Objekten, in Essen und Trinken, Menschen, Natur und Tanz. Kunst soll nicht vom Leben abgespalten sein. Kunst ist da, wo wir an solchen Tagen auch sein wollen, zwischen duftendem Gras und grünen Äpfeln. Dann wurde ein Bäumchen gepflanzt, als Hoffnungszeichen in einer ungewissen Zeit. Die Situation der letzten Monate hat uns allen viel abverlangt. Organisatorisch wie psychisch. Unsere Studierenden wurden mit der Situation konfrontiert, digital ausstellen zu müssen. Dafür muss man umdenken, neu planen, üben und lernen. Ihr habt das richtig gut gemacht. Es ist immer ein Ringen um die künstlerische Arbeit im Studium, das in der Ausstellung kulminiert. In der Regel wird in den letzten Monaten die Arbeit viel intensiver und wenn es gut läuft, was nie ohne besondere Anstrengung geht, gelingt es den Studierenden, Erfahrungen zu machen, die sie weitertragen. Erfahrungen der Intensität, des gedanklichen Durchbruchs, einer neuen formalen Sicherheit. Vor allem die Erfahrung, dass es nicht egal ist, was ich mache. Alles bekommt eine Bedeutung, nicht immer benennbar, für jeden ein bisschen anders. Aber das ist ja gerade das Schöne. Nun also eine Ausstellung im Netz, dem Ort, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir Bildkonsumenten geworden sind, mehr als wir je Schriftkonsumenten gewesen sind. Aber haben wir auch gelernt, Bilder zu lesen? Und wo bleibt bei der gigantischen Flut an alltäglichen Bildern noch Platz für die Kunst? Die Kunst mit etwas Glück bietet etwas ganz Besonderes. In einem Leben, in einer Zeit funktioneller Bilder, gestaltet sie Gegenbilder, erschließt, zumindest immer wieder, Tiefenschichten. Sie lässt subjektives Empfinden ein Kriterium sein, ohne den Einzelnen überrumpeln zu wollen. Und die Bilder, die ihr produziert habt, mit ihren eigenen Oberflächen, die wir nicht spüren, ihren Formaten, die wir nicht nachvollziehen können, werden nun hier gezeigt im Netz in dieser Arena der Alltagsbilder. Alltagsbilder, jene Bilder, mit denen wir oft gezwungenermaßen durch den Alltag gehen und von denen wir meinen, wir verstünden sie, obwohl wir oft nur deren oberste Schicht dekodieren können. Es sind fast immer schöne Bilder,
reine Bilder. Das Fleisch glänzt rosig, die Sonne scheint hell, der Regen ist warm und immer nur ein kurzer Schauer. Es sind Bilder eines scheinbar gelungenen Lebens, weil voll mit suggestiven Farben, verständnisvollen Freunden, weiten Reisen und selbst einparkenden Autos. Dingen, aber, und darin liegt die Tragik, Bilder mit eindeutigen Funktionen und eindeutigem Zweck. Bilder für ein gelingendes Leben aber zeigen uns keine fertigen Antworten, sondern formulieren Fragen und lösen damit innere und äußere Kommunikation aus. Die Bilder auf den Webseiten, die heute freigeschaltet werden, sind für mich Bilder im eigentlichen Sinn. In ihrem Ursprung oft funktionslose, nutzlose, aber darin möglicherweise wesentliche Bilder. Natürlich sind sie nicht ganz zwecklos. Am Ende des Studiums steht die Abschlussausstellung und für die müssen nun einmal Bilder produziert werden. Dennoch entstehen sie auch aus intrinsischer Motivation. Nicht für etwas oder jemanden anderen, sondern zuerst vielleicht für das Studium, aber dann, das hoffe ich, von mir für mich, von euch für euch. Ihr Ausgang, ihr Beginn liegen im Interesse der Urheberin. Sie richten sich nicht danach, Ihnen als Besucherinnen zu gefallen. Sie sind, was sie sind. Ihr alle, liebe Sophie, liebe Helen, liebe Stefanie und liebe Carolina, liebe Friederike und liebe Irina, habt euch dieser großen Herausforderung stellen müssen und ihr habt euch ihr gestellt und das war nicht immer leicht. Ihr habt es mit viel Engagement, mit Werf, mit Fleiß, mit Zähigkeit und mit Geduld getan. Jetzt freuen uns alle sehr darauf, eure Seiten zu sehen, eure Herangehensweisen und eure Arbeit. Und wenn ihr dann mal weg seid, werden wir euch an der PH vermissen. Euch und Ihnen allen einen guten Abend. Ich trinke auf die, die heute ihre Ausstellung virtuell eröffnen. Vielen Dank, Stanislaus, für deine netten Worte. Ja, bevor ihr in unsere Websites eintaucht, ist es natürlich wichtig zu wissen, welche Personen stecken denn dahinter. Und da haben wir uns überlegt, dass wir uns kurz vorstellen. Ich habe die Ehre, unsere tolle Helen vorzustellen. Ja, was soll ich sagen? Als ich Helens Website angeschaut habe, war ich einfach überwältigt, ja, kann man sagen, weil sie uns dazu einlädt, in eine komplett andere Form und Welt einzutauchen. Sie hat ihre moderne Kunst in ein rustikales Haus ihrer Großmutter, das von 1830 stammt, integriert. Und da erfahren wir einfach eine ganz andere Welt und faszinierend, wie sie da ihre Kunst platziert hat. Schaut mal rein. Jetzt möchte ich euch unsere Sophie vorstellen, die hier ganz random von Zufall sitzt. Sophie studiert Grundschullehramt und neben Deutsch natürlich auch Kunst, was ja unsere Gruppe hier ausmacht. Die letzte Zeit war ja für uns alle nicht so einfach, aber sie hat die Zeit dann damit genutzt, dass sie einfach viel in die Natur gegangen ist und sich damit oder dadurch inspirieren lassen hat, ganz viel mit Materialien, Techniken und Farben gearbeitet hat und viel ausprobiert hat und auch eine ganz tolle Website erstellt hat, die ihr unbedingt mal anschauen solltet. Also viel Spaß! Ich darf die liebe Steffi hier neben mir vorstellen. Steffi hat ganz wundervolle Fotografien, vor allem auf ihrer Website. Und ihre Website, wie sie auch schon betitelt, begreift ganz viele Themen, die das Leben gerade beschäftigt. Also die brandaktuell sind, das sieht man auch auf den Fotos. Da brennt es wirklich. Da legt man sich richtig ins Zeug, um ein gutes Foto zu bekommen. Und das stellt sie beeindruckend dar. Daneben auch ihre wunderschönen Food-Photography-Bilder, die sie schon eine Weile macht. Und ich glaube, in der Fotografie hat sie ihre Liebe gefunden. Und das sieht man auch. Genau. Ja, ich würde sagen, nicht nur ich habe in der Fotografie meine Liebe gefunden. Ich habe die Ehre, die Caro vorzustellen. Sie hat auch
Ja, ihr bereitet die Fotografie auch sehr viel Spaß und das sieht man auch in den Bildern. Sie gibt wirklich alles für gute Fotos. Sie ist bereit, sich auf den Boden zu legen. ja, sie greift das Thema der Fantasie auf. Nochmal in die Kindheit zurückgehen und die Fantasie, wenn du der Fantasie einen freien Lauf zu lassen. Ja, doch nicht nur die Fotografie kann manchmal sehr zeitintensiv sein, sondern vor allem auch ihr zweiter Bereich. Da geht es um die Stickereien. Und hier hat sie das Thema der Unvollständigkeit aufgegriffen. Und nehmt euch die Zeit, wirklich schaut die Website ganz in Ruhe an, klickt jedes Bild einzeln an, guckt die Details an, man sieht wirklich, wie viel Zeit und Liebe sie hineingesteckt hat. Ja, also jetzt komme ich nochmal in die Reihe und zwar darf ich die Irina vorstellen. Und Irina arbeitet ganz arg persönlich mit ja, Momenten, die auch mit ihrer Biografie verwurzelt sind, probiert aber dabei nicht nur Momente oder Situationen abzubilden, sondern auch diese irgendwie in Einklang zu bringen mit der Farbe, vor allem in ihren Malereien. Und macht da so einen Mix zwischen experimentellen, aleatorischen Momenten oder aber auch zwischen sehr detaillierten, friemeligen, witzigen Details. Und ich finde diesen Mix total spannend. Und das Schöne ist, dass sie allerdings nicht nur diese sehr abstrakte Seite an sich hat oder ja in sich hat und die auch ausdrückt, sondern allerdings auch eine inhaltliche, die dann auch wieder in anderen Bereichen zu sehen sind, wie beispielsweise die Weiblichkeit, die sie auch in Zeichnungen und Drucken verarbeitet. Sie probiert da die Stärke der Frauen aufzugreifen. Und ich muss sagen, ich bin wie immer auch begeistert von ihrer Seite und von ihrer Arbeit, die sie tut und macht und vor allem auch veröffentlicht, weil die haben immer eine sehr persönliche Note. Ich darf zuletzt die liebe Friederike vorstellen. Friederike studiert auch Grundschullehramt, das Fach Mathematik und natürlich auch Kunst. Und sie hat sich vor allem mit Skizzen und Zeichnungen beschäftigt und hat verschiedene Erinnerungen und wichtige Momente in ihrem Leben durch Zeichnungen erfasst. Und unter ihren Zeichnungen befinden sich dann in dem anderen Bereich noch Fotografie. Und da gilt es besonders auch hinzuschauen. Und ihre Seite ist auch sehr, sehr gelungen. Ihr müsst auf jeden Fall vorbeischauen. Wie ihr schon gehört habt, wir sind alle begeistert von unseren Seiten und ihr müsst wirklich alle durchklicken, ganz, ganz wichtig, es sind einfach so tolle Sachen entstanden, mega. Ja, schaut auf jeden Fall vorbei, schaut euch alle an, auch wenn ihr vielleicht Leute hier nicht kennt, schaut euch wirklich alles an, die sind super schön geworden. Und da steckt ganz, ganz viel Zeit und Arbeit und Liebe vor allem auch in den, ja, in den Seiten drin. So ist es. Und wenn ihr noch nichts gegessen habt, dann esst mal. Ja, und wir freuen uns übrigens auch immer für Feedback, wenn ihr Ideen habt oder Kontakt aufbauen wollt, wie auch immer, gerne auf uns zukommen. Digital natürlich, geht ja nicht anders. Aber wir freuen uns natürlich immer über nette Worte oder Kritik. Das nehmen wir alles zu Herzen und versuchen es natürlich immer umzusetzen. Ne? Über persönliche Kontakte oder auch in den Kommentaren unten. Genau, tobt euch aus. Da pacem cordium, da pacem, da pacem, da pacem cordium, da pacem cordium, da da pacem corium.
So, jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick bekommen, wie die letzten Wochen, Monate waren es eigentlich, gearbeitet haben. Und wie ihr seht, haben wir es sogar geschafft, auch gemeinsam zu arbeiten durch die digitalen Medien. Hat Spaß gemacht und man hat sich auch gegenseitig unterstützen können dadurch. Und das ist sehr, sehr wichtig, vor allem in so einer intensiven Arbeitszeit. Wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr unsere Websites besucht. Dürft ihr gerne auf unserer Kontaktseite auf unsere E-Mails klicken und uns gerne Bilder schicken. Und zwar, wie ihr jetzt auch bei unserer Vernissage vor eurem Laptop oder Handy oder was auch immer sitzt und uns zuschaut. Vor allem, wenn ihr euch auch schon schick gemacht habt, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns die Bilder zukommen lasst. So einfach, dass wir auch sehen können, wer alles so dabei war. Ja, und jetzt das Allerwichtigste von allen. Ihr fragt euch bestimmt schon, wie komme ich jetzt eigentlich zu den Webseiten? Wir haben sie hier unten in der Infobox. Hier unten in der Infobox sind die Links zu den Webseiten. Klickt euch durch, nehmt euch Zeit, die Webseiten ganz in Ruhe anzuschauen. Und dennoch ist es jetzt noch Zeit, Danke zu sagen. Und zwar erstmal vielen Dank, Klaus. Vielen Dank, Stanislaus. Richtig lieb von euch, dass ihr uns, ja, unsere Vernissage einfach persönlich gestaltet habt mit einem Grußwort und einer Rede. Wir werden euch natürlich auch vermissen, wenn wir irgendwann mal von der Fee her gegangen seid. Wir danken vor allem Frederik Ackermann, Verena Wunderlich und Vincent Hübsch und Tobias Kaiser, der uns in Sachen YouTube zur Seite stand. Checkt ihn aus. Genau, und besonders an diesem heutigen Tag natürlich allen Verwandten, Bekannten, die überhaupt eingeschaltet haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das können wir gut feiern, oder? Ja. Darauf stoßen wir erstmal an. Ja. Und mit euch, euer Glas und stoßt mit uns an. Cheers. 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 Oh,
shut and still you seem to see the inner me. Every time you touch my hand, I shrug off anyway. But still you are a field of energy surrounding me. Thank you.